Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 The Conquerors. Ja Leute, oh, da haben wir noch ganz viel Nachschub, habe ich gerade gemerkt. Wir sind da am Beränge-Mobben. Und ja, es funktioniert auch jetzt inzwischen sehr, sehr gut mit dem Mobben. Also funktioniert wirklich einwandfrei und so. Ja, das ist auch ziemlich weg. Langsam, aber sicher. So, jetzt ist die große Frage, das ist dann nicht relevant. Genau, Bauernjagen, das kann ich mal so eine schlechte Idee. Ja, treffen wir auch noch was. Ja, genau, da kommt auch noch was. Also von da oben kommen da noch irgendwelche Bogenschützen. Das müsste man noch schnell regeln. Kavallerie, Kavallerie. Ja. Ja, so. So ein bisschen Nachschub wäre schon nicht schlecht, vor allem von Mamelucken, aber. Die Bevölkerung ist halt voll. Und damit meine ich nicht betrunken. Weil das wäre auch lustig. Das wäre schon fast lustig. Dann einfach so Bauern hat, die plötzlich beginnen. Aha, das wird eigentlich einiges erklären. Das wird unsere Wegfindung extrem hoch erklären von den meisten Einheiten. Ja? Die sind eigentlich gar nicht schlecht. Die sind nur betrunken. Deswegen laufen die halt nicht gerade, sondern irgendwo neben zwischen dem Wald und dann noch irgendwie knapp vorbei ist auch daneben und dann noch an einem Baum hängen bleiben und so. Ne? Das erklärt einiges. Ihr Alkis. So. Berenge. Was läuft? Wo sind denn deine Bogenschützen, ha? Ha? Deine blöden Schwertkämpfer. Deine blöden Ritter. Deine blöden Burgen. Blödes alles. Hat er da noch Bauern? Das wäre eigentlich wirklich das Relevanteste. Ja, du kannst gern da noch rüberrollen und so pro forma die Karte noch aufdecken, danke. Oi, wart halt, stopp. Das ist eine Turm. Mit einer Turm können wir nichts machen. Also wir können schon, aber ist doof. Ja, genau, wir können da von mir aus. So, ansonsten, ja, da hat es eigentlich so tonnenweise eine Milliarde Bauern, aber ich würde vorher gern da noch ein paar Ramböcke erledigen. Ah, aufpassen, Jungs. Und Mädels. So, wunderbar. Ey, geil, geil, das läuft. So muss das. So bin ich es mir gewohnt. Macht mal! Effizienz! Und so! Ja eben, genau die würde ich da eigentlich am besten noch ein bisschen wegräumen. Vor allem jetzt... Genau, jetzt ist der Turm sowieso mit dem beschäftigt, was den Turm blöd anpöbelt. Genau, perfekt. Ich würde sagen, er macht schon mal das Tor auf. Ja, oder die Mauer. Ist ja eigentlich wirklich egal. Einfach, dass wir da auch noch einen Eingang haben. Ausgang, was auch immer. Irgend so eine Öffnung. Wo man rein und raus kann. Und alles, was ihr jetzt da gedacht habt, das müsst ihr mir gar nicht erst andrehen. Das habt ihr gedacht. Ja, ich will einfach nur eine Öffnung, wo man rein und raus kann. Ist jetzt nicht gewertet oder so. Genau. Perfekt. Okay, das ist jetzt eigentlich fast wieder unnötig meinerseits, aber hey. Wer kennt's? Ich mach gern unnötige Sachen. Wieso Kommentare über rein und raus? Komplett unnötig.
aber das hat Spaß gemacht. So, was? Wie bitte? Tut mir leid, ich sehe da. Ich sehe da etwas, das ich nicht gern sehe. Sieht nach einem Dorfzentrum aus. Ja. Dorfzentrum, das darf nur ich haben. Jo, nö. Nicht euer Ernst, da baut er sich auf neu auf. Was soll denn das? Was soll denn das? Habt ihr auch? Die machen eigentlich inzwischen auch recht Aua. Die Jungs und Mädels. Ja, und Gold hätte es da auch noch. Das finde ich auch super. Das finde ich doch auch total lässig. Haben wir Arbeitslose? Andere Frage. Nö, sie haben wir nicht. Haben wir nicht. So, perfekt. Ich würde sagen, Burg. Das ist eigentlich vermutlich schon fast das letzte Störende hier. Den Rest können wir mit Bogenschützen erledigen, wenn es sein muss. Also problemlos mit Bogenschützen. Wir könnten auch die Burg mit Bogenschützen erledigen. Das ist gar kein Problem eigentlich inzwischen. Och, Türme hat es auch noch. Oh Mann. Voll fies. Voll hinterhältig. Ja, okay, gut. Aber ich hätte gesagt, da vorne hat es noch. War das jetzt die Le. Oder der hat aber noch. Hey, was soll das? Und die Burg steht noch, ich wollte die noch abreißen. Manu. Aber er hatte noch. Okay, eine Holzfällerin. Er hatte wahrscheinlich kein Holz mehr. Für. Ah, zwar doch. Da, Bauarbeiterin. Läuft zum Feld. Was hat er denn? Wieso hat er jetzt. Egal. Egal, die KI hat aufgegeben. Wir haben gewinnt. Ja, okay. Eigentlich Ziel nicht erfüllt, aber was soll's. Ja, und dann gucken wir doch mal, was uns die Geschichte noch dazu sagen will. Motamid, der Fürst von Saragossa, war ein begabter Anführer. Jedoch wie viele andere Mauren auch ein Poet und Künstler. Im Vergleich zum kulturellen Schaffen der Mauren erschien der Rest Europas primitiv und barbarisch. Während der Unterredung mit Fürst Motamid, in dessen prächtigem Palast wurde der Cid mit Speisen bewirtet, die auf einem künstlichen Strom daherglitten. Motamid beschenkte den Cid reich und machte ihn zu einem wohlhabenden Mann. Doch der Cid, stets ein getreuer Diener Kastiliens, überzeugte Motamid, einen Vertrag zu unterzeichnen, der Saragossa zu einem Teil Kastiliens machte. Der Cid kämpfte niemals offen gegen König Alfonso. Er war jedoch mit Graf Berenguer und anderen spanischen Fürsten verfeindet, die lediglich an den Goldtributen der Mauren und nicht an einem Bündnis mit ihnen interessiert waren. Graf Berenguer sollte lange Jahre der Feind des Cid bleiben. Also in dem Fall ist es effektiv der Berenguer, der uns da nicht unser Freund ist, sagen wir so. Gut, aber das Mal haben wir ihn besiegt. Weil ich einfach so unendlich gut bin. Ne? Totaler Sieg. Militärstatistik. Pff, wow. Shit. Okay, nicht schlecht. Größtes Heer hatten wir nicht mal. Berenguer. Du hast es einfach schlecht genutzt, ne? Wirtschaftsstatistik. Oh, er hat tatsächlich sogar mehr Holz gesammelt als wir. Wir hatten, glaube ich, auch zwischendurch mal etwas längere Arbeitswege. Da habe ich das nicht ganz so effizient eingesetzt, zugegeben. Aber die meiste Nahrung, die meisten Steine siegen wir so. Auch Gold hatte der das Merengue mehr. Hä? Aber wir haben gehandelt. Als einziger. Und Tribut erhalten vom Motamid. Coole Sache. Dann Technologie. Wir waren die einzigen, die in die Imperialzeit noch voranschreiten konnten. Ich glaube, Berenguer durfte nicht. Er hatte ja nur Ritter. Und sonst hätte ich von ihm schon mehr als nur Ritter erwartet, wenn er in der Imperialzeit wäre. Karte erkundet Mewi. Das
Ja, wir hatten da hat er plötzlich irgendwie aufgegeben, bevor wir noch die letzten paar Prozent geholt haben. Sein Glück, ne? Er hat es sicher genau deswegen gemacht. Das ist sicher seine Motivation gewesen. Gewesen, ja, sie. Und dann Technologien, ausnahmsweise Sieg für uns, auch prozentuelle Entwicklung. Also eben, ich glaube, die anderen drei waren gar nicht in der Imperialzeit. Einfach weil sonst holt sich die KI das. Zumindest Berengue müsste sich da mehr holen, wenn er die Möglichkeit hätte. Gesellschaft, die meisten Burgen, yippie-yay. Oh, Reliquien. Drei. Hat er nicht fünf in seinem Ding drin? Ich dachte, das waren fünf, die aus seinem Kloster rausfielen, als wir das zerstört haben. Aber ja, Nano. Natürlich enorm für Reliquien Gold geholt, das ist ja klar. Ist es eigentlich. Ah, zählt das dann zum gesammelten Gold dazu? Das ist dann die Frage, weil das wäre dann so ungefähr der Unterschied. Aber dann nun. Größte Bevölkerung, das hatten wir. Gut, wirtschaftlich top. Und dann noch die Zeitlinie. Ja, da war eigentlich recht lange. Hätte er uns sowas von wegfegen können. Und dann, da wurde es dann langsam ausgeglichener. Da haben wir angefangen aufzubauen. Unser erster Angriff mit den Briten Bogenschützen, der leicht in die Hose ging. Und dann ratsbums weg. Er hatte noch irgendwo sogar Truppen. Er hatte sogar noch Truppen. Eieiei, Berengue. Einfach so aufgegeben. Du Spaßvogel. Ah ja. Und jetzt die große Frage. Eigentlich war die Folge jetzt sehr kurz. Ja, so um die 12 Minuten oder sowas. Aber ich. Doch, ich glaube, ich mache da einen Cut. Die Folge ist jetzt halt einfach ein bisschen kürzer. Und dafür können wir dann in der nächsten wirklich schön frisch mit einer neuen Mission anfangen. Schwarze Klingen. Recht weit im Süden, würde ich sagen. Und ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Und falls ihr gucken wollt, was jetzt da für schwarze Klingen da im Süden auftauchen, nö, dann dürft ihr natürlich lieben gern beim nächsten Mal auch wieder dabei sein, liebe Freunde. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.